Das Thema 5G ist durch die Netzversteigerung, die letztes Jahr stattfand, in aller Munde. Anfang 2019 haben die Telekom, Vodafone, Telefonica und der neue Anbieter Drillisch insgesamt 6,6 Milliarden Euro in die Frequenzen investiert. Durch 5G wird eine höhere Geschwindigkeit bis über 1 Gigabit ermöglicht, aber auch eine geringere Latenz, also Reaktionszeit, was für autonomes Fahren oder Industrie 4.0 wichtig werden wird. Die Deutsche Telekom und Vodafone haben schon in ein paar Großstädten begonnen, Antennen zu bauen. Ihre Unlimited-Tarife greifen auch schon auf das 5G-Netz zu, zumindest dort, wo es vorhanden ist. Doch auch die neuen O2-Tarife, die gerade erst vorgestellt worden sind und im Februar starten sollen, sind 5G-ready, also können auf 5G zugreifen, sobald O2 es freischaltet. Dies soll laut Telefonica Mitte 2020 passieren. Doch die Frage, die wir uns stellen, ist ja, wann mit einer flächendeckenden Abdeckung zu rechnen ist. Dazu können wir uns am besten mal anschauen, wie es in der Vergangenheit so lief. Im Jahr 2000 wurden die 3G-Lizenzen versteigert an 5 Anbieter und deshalb auch mit einer Rekordsumme von 50 Milliarden Euro. 2004, also 4 Jahre später, wurde das Netz erstmalig kommerziell benutzt. Da war es das erste Mal für die Endkunden nutzbar. Also 4 Jahre zwischen Ersteigerung und Freischaltung. 10 Jahre später, also 2010, wurde die 4G-Lizenz versteigert. Verfügbar in den meisten Gebieten wurde sie 2012-2013, da zunächst auf die ländlichen Gebiete gesetzt wurde und dort ausgebaut wurde. Das heißt, es lagen 3 Jahre zwischen Ersteigerung und Betrieb. Wenn wir da an 5G denken, sieht es wie folgt aus. Die Versteigerung fand 2019 statt. Erste Masten sind jetzt gebaut und werden in den größeren Städten freigeschaltet und wir haben 2020. Telefonica beginnt auch Mitte 2020 mit dem Ausbau. Erste Geräte unterstützen den 5G-Standard und auch das neue S20, was vorgestellt werden soll, unterstützt dies erstmalig. Zumindest in einem Flaggschiff. Meiner Meinung nach werden wir 2022 eine weitreichende Abdeckung haben. Das wäre mein Tipp. Also auch wieder ungefähr 3 Jahre zwischen Verkauf und Vertrieb. Ob meine Einschätzung gestimmt hat? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo oder ein Like, würde mich auch freuen. Ciao!